Ich habe vor kurzem eine mysteriöse Nachricht auf Instagram bekommen. Hey, Sterzing. Ich habe das neue GTA 6. Ich arbeite bei Rockstar Games und ich kann dir eine Kopie besorgen. Dann habe ich natürlich ja gesagt. Ich habe gewartet, jetzt locker 6 Monate lang, auf das Paket. Mir wurde gesagt, ja, vorher muss ich 160 Euro an eine Bitcoin-Adresse schicken, aber auch das habe ich gemacht. Und heute, meine Damen und Herren, kam Post. Und wisst ihr, was drin ist? Oh, jetzt hat mein Ohr geknackt. Pass mal auf. Eine unbeschriftete Hülle. Und wisst ihr, was da drin ist? Eine unbeschriftete CD? Das kann nur eins bedeuten, Freunde. Herzlich willkommen zu GTA 6. Ja! Leute, allein dafür Abo dalassen. Wir spielen heute gemeinsam GTA 6. Ich hole mal die CD raus. Ja, sieht solide aus. Ich habe mir extra neues Laufwerk bestellt. Ich stecke das Ganze mal in den PC und dann zocken wir. Ich bin mal sehr gespannt. Es gab ja ein paar Leaks. Geht das rein? So, CD ist drin. Komisch, dass das alles noch auf einer Kassette kommt, ne? LCD. Leute, ich sag euch, wie es ist. Ich bin ein riesiger GTA-Fan. Damals 2013 direkt in den Laden gerannt, mir GTA 5 geholt. Und bis heute, legendärstes Spiel wird aktiv gezockt. Das heißt, es wird ein Banger. Wir gehen rein ins Spiel, Freunde. Okay, ja. Ich meine, ja gut, ist noch eine Vorab-Version, I guess. Ja, es ist ja eine Vorab-Version, ne? Ach, da oben ist das Menü. Ich sehe es jetzt erst. Start-New-Game. Ist das da links ein Stier? Ich drücke jetzt einfach mal auf Start New Game. Dad, can you tell me a story? Okay, dear. Nice, Dad. What is the story name? Oh mein Gott, das ist ja mega episch. The story name is MA3. GTA 6, ja Mann! Once upon a time in one city, there always crime happened naturally. There one man start lived there. Okay. There he worked as a transporter. Ja. Oh, Musik wurde plötzlich lauter. Bam 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 bam. Bam bam bam. Yeah! Digga, was ne Mucke! Warum bin ich hinter der Tür? Komm ich hier raus? Okay, ich bin draußen. Alter, ja. Wir sind in GTA 6, Freunde. Ne, es ist 2.30 Uhr nachts. Können wir auf dem Balkon? Schön. Ah. Oh. Ja, wir haben hier unser eigenes Grundstück. Da hinten sehen wir schon, wie die Autos da langfahren. Ja, ich muss sagen, jetzt Grafik-Update gab es jetzt nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, die Texturen laden auch noch nicht, wie sie sollen. Aber ey, Leute, ich würde sagen, wir zocken einfach mal die ersten Missionen der Hauptstory. Ich meine, habe ich 160 Euro für die Kopie bezahlt, ne? So. Oh. Ah, so zieht man sich was an. Ah, okay. Ich gehe quasi durch die Kleidung durch. Wo können wir denn jetzt durch? Ach, wie... War das gerade eine Taube? Warum ist hier eine Taube? Jetzt ist hier eine Taube in meinem Zimmer. Ja, das passiert ja auch mal, ne? Es ist ziemlich realitätsgetreu. Ja, man merkt, es ist ja auch noch nicht fertig entwickelt, ne? Deshalb kommt es ja auch noch nicht raus. Pick up Grenade? Ach so, ja, cool. Ja, die nehme ich alle mal mit. Ah, hier ist noch ein Gästeschlafzimmer. Schön. Also ja, man hat hier wahrscheinlich noch ein bisschen die Möglichkeit, sein Haus zu customizen, ne? Das soll ja, also wurde mir gesagt, ist ein neues Feature, denke ich mal, ne?
Alter, das nenne ich mal Autos. Guck mal, die Stoßstange ist auch... Die Stoßstange vorne ist richtig aufgeregt. Es spiegelt eigentlich meine Mut wider. Oh shit, Entschuldigung. Ja, es ist auf jeden Fall alles ziemlich, ziemlich realitätsgetreu hier. Ist das ein... Was ist das? Wie heißt denn das Tier nochmal? Get the car, get to pizza... And go to Pizza Hut. Ja, die Erzählstimmen sind safe ja auch noch. Also ist ja, wie gesagt, ich glaube, ich muss es nicht immer erwähnen. Es ist eine Vorabversion. Ja, eine Waffe habe ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir das noch irgendwie kriegen. Ja, dann steigen wir mal ins Auto und gucken einfach mal, wo es uns hinführt. Wie komme ich denn ins Auto? Okay. Ja. Gerade gesprungen. Wie komme ich... Ach. Ja, das passiert doch gern mal, ne? Ich... Okay, wie komme ich jetzt hier rein? Ja, das ist ja erstmal eine Aufgabe für sich. Für sich herauszufinden, wie komme ich eigentlich... Get the car. Wie komme ich eigentlich in das Auto, ne? Enter? Ja, natürlich. Auf Enter. Ja, ich muss sagen, als GTA 5 damals rauskam, war ich ein bisschen enttäuscht von den Autophysics. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das hier alles so vonstatten geht. Ja, ich würde sagen, oh, Entschuldigung, wir folgen einfach mal der Linie. Ist das ein Tiger? Guck mal, ich kann nicht... Oh mein Gott! Ja, tut mir leid, kleiner Tiger, ne? Aber das passiert ja auch mal. Wo kam jetzt die Stadt her? Oh, das hier ist anscheinend die neue große Stadt von GTA 6. So, wir fahren hier einmal rum. Okay, Pizza hat es gespawnt. Es ist ja nicht mal Pizza Hut. Dann steigen wir hier mal aus, würde ich sagen. So. Okay. Go inside to eat. Alter, ist das eine riesige Pizza. Schön. Hallo. Ich glaube, der geht's nicht gut. Ja, setzen wir uns hin. Judith. Judith. Hä? Das war's? Mehr nicht? Okay, ich habe giga viele Fragen, Alter. Aber wir sehen unten rechts, ich habe eine neue Mission. Steigen wir ins Auto. Oh, hier ist die Polizei. Auch schön. Entschuldigung. Okay, upsi. Ich finde, die Shader sind sehr gut gelungen auf jeden Fall. Texturen sind alle 4K, so wie ich das sehe. Wo sind wir hier? Das ist, scheint irgendein Regierungsgebäude zu sein. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also man hat jetzt ja auch... Man hat jetzt ja auch noch nicht so viel vom Background des Charakters mitbekommen. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Also, hi Mahi, I have no time now. Today your work, Dropper and Afrin. I know your drive very well, but please drive carefully. Tomorrow you have little more work, so please can you come early tomorrow? Okay, see you Mahi. Hä? Was? Ach, die muss ich jetzt mitnehmen? Ich kann deren Voicelines gar nicht verstehen. Das Auto ist viel zu laut. Es ist ja noch nicht polished, ne? Das kommt ja, ich weiß nicht, erst in 2 Jahren oder so raus. Jedes Spiel hat mal irgendwo erst angefangen. Und ich denke, gerade bei dem Spiel kann man mal ein Auge zudrücken. Rockstar Games, die delivern ja immer. Steig mal aus. Zack. Press E. Ey, $1000 bekommen. So einfach ist es. Ich weiß nicht von wem, aber das ist in Ordnung. Go to meet your girlfriend. Also links stehen immer noch die Missionen, aber die aktualisieren sich auch nicht. Und jetzt gerade meinte eine Stimme zu mir, meet your girlfriend. Und das werden wir tun. Abfahrt. Ah, die Ampel hier oben. Leute, das ist alles okay. Ah, da ist sie ja. Das ist anscheinend unsere Freundin. Gucken, was sie zu sagen hat. Hi, what happened?
why your face looked nervous. From now we can't be friends. I don't want to meet you again. Why? What happened? When I see you, something happened in my heart, or mind, I don't know, in the last few days. So from now, I am not going to meet you anymore. Oh, do you love me? No, never. In my lifetime, I will not love anyone, and I'm not going to marry. Okay, in my body, which parts make something to you? What? No, you saw something on my body. That's why. That's made you an uncomfortable friend of mine. That's why I asked you. You stay here. I'm going. Hey, stop. Come and meet me tomorrow. Okay? No. If you did not come, then... Okay. Okay. I am coming tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. Go to get the masks to hide your face from others. What the fuck is going on? Hä? Was ich jetzt aus diesem Gespräch mitnehmen konnte, ist, sie ist meine Freundin, aber ich liebe sie nicht mehr. Dann hat sie jetzt gesagt, aber du musst doch etwas an meinem Körper geliebt haben. Und ich so, nein. Dann hat sie gesagt, triff mich morgen. Und ich so, okay. Also es macht alles keinen Sinn. Alles macht keinen Sinn. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh! Wear one of these to hide your face. Die sind jetzt random Masken? Ja, dann nehmen wir die Kapuze. Ja, aber, ja, aber die verdeckt doch mein Gesicht gar nicht. Also ja, Leute, also ihr merkt schon, die Missionen sind, ich sag mal so viel, mal was anderes. Was ist passiert? Hä? Aua, aua, aua! Gibt es irgendwo einen Waffenladen? Ich muss mich ja irgendwie verteidigen gegen die Polizisten. Ne? Und was ist GTA ohne Waffen? Hello Traveler, come and browse. Great Sword? Why? Ja, das ist ja einfach komplett verrückt, Digga. Digga, ich hab so Kopfschmerzen. Digga. Was ist das? Alles gut. Oh, guck mal, wie neu. Die Karre nehme ich. Da hinten ist unser Ziel. Ah! Oh, was? Was geht jetzt ab? Angriffsmission? Okay, jetzt muss ich hier kämpfen. Das ist ein Wrestler! Hä, was ist denn jetzt los? Wen muss ich retten und warum ist die Musik so episch? Oh, damn! Alter! Okay, nicht schlecht. Ey, das haben sie auf jeden Fall ein bisschen epischer gestaltet als früher. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich kann die Musik nicht ausstellen, oder? Natürlich nicht. Also, falls sie mich hört. Der Bass. Hammer. Tot. Ich mache euch alle lang. Zack. Zack. Und du nochmal. Schön. Tot. Abfahrt. Mein Ziel ist hier vorne drin. Irgendwo hier sneaky durch. Alter, die Action in dem Spiel ist atemberaubend. Stirb! Hab ich. Alter, der Bass. Oh, zack, Digga. Schön aufgeschlitzt, die Scheiße. Oh, oh, jetzt bin ich runtergefallen. Irgendwo hier muss sie sein. Da ist sie! Lass sie in Ruhe! Thank you, sir. Jo, was war mit ihrem Rücken? Thank you, Mr. MA3. Can I see your face, Mr. MA3? Bro, ich hab literally eine Kapuze an. Now can you please go far from here? Don't speak about this outside. Bye. Bye. Hä? Oh, oh, Digga, jetzt bin ich wieder hingefallen. Hä, und sie ist jetzt einfach gegangen? Ja, dann verpiss ich mich jetzt. You did. Eine erfolgreiche Mission? Also ich muss sagen, Sounddesign in dem Spiel, gerade Musik, ist ja wunderbar. Ich habe mich gerade wirklich gefühlt wie in so einem Actionfilm. Guck, da ist die Stadt ja wieder. What happened? Man came here and killed all our men.
Oh, ist das der Bösewicht? Das ist der Bösewicht, glaube ich. Er sieht ein bisschen aus wie aus Lehm. I tell you a story about the boss. One time one girl escaped from here. The boss heard about that. After he kidnapped that girl again, and he bring the girl here after he kidnapped all the guard's family who was a guard at that time the girl escaped. He cut both hands and both legs to that guard family in front of the guards and that girl. After that, he killed all guards. After he tied the girl to a rope and throw it in the water. Now tell me why I am scared of the boss. Ich hab kein Wort verstanden. Es wird immer besser, Alter. Ja, GTA 6. Also ihr merkt schon, wir haben hier einen Diamanten der Videospielindustrie. Das ist der Hammer. Entschuldige. Och nee, warum denn? Hä? Die Polizisten versuchen mich... Was? Bin ich gerade gestorben? Alter, was ist das denn hier für ein Brecher? Das ist doch eine Karre. Steig ein. Sheesh! Alter, richtiger Flitzer. Ja, also die Polizisten, die hegen irgendeinen Zorn gegen mich. Die wollen mich einfach tot sehen. Entschuldigung. Nächste Story. Hi, this is your manager. Now one girl will come there with the car and she will leave the car there. Mhm. Take the car to the next city and leaves it there in my parking area. Ach so, jetzt kommt hier jemand? Sie fährt einfach volle Kanne ins Auto, Digga. Wenn ich die Disc nochmal rausmache und wieder reinmache, da muss ja jetzt irgendwas, also... Versuchen wir einfach, das Spiel mal nicht zum Crashen zu bringen. Oh, jetzt ist auch... Guck mal, jetzt ist die Stadt auch vorne da. Ich habe das Gefühl... Jetzt halten wir gut hier einmal an. Go inside to eat. Machen wir. Super, nicht ein Bissen genommen, aber Abfahrt. Entschuldige. Find the girl's hided place and save the girl. Einfach hier durch. Okay, wir sind doch noch drin. Gott sei Dank, Alter. Meine Damen und Herren, ich habe tatsächlich alles nochmal gespielt bis zu diesem Punkt, wo wir eben einen schlimmen Unfall hatten. Hi, this is your manager. Now one girl will come there with the car and she will leave the car there. Ja. Wo ist sie denn? Ach. Sie hat da vorne einen Unfall gebaut. So. Ich schieb das Auto weg, dann kannst du zum besprochenen Punkt fahren, Madame. Du kannst gleich weiterfahren. Jetzt. Jetzt muss ich hier die ganzen Autos wegschieben, damit die gute... Nein, nicht! Oh, sie fährt! Ja! Ja! Sehr gut. So, jetzt hält sie ja hier an, oder? Ja. Warum fährt sie gegen das Auto? Es ist so unnötig. You did. Also bis jetzt muss ich sagen, ist die Storyline wirklich atemberaubend, ne? Also wir haben hier nicht nur eine tiefe Storyline mit Feinden und Bösewichten, sondern...
Oh nein, ist das meine Freundin? How are you today? Why did you tell me you don't like marriage yesterday? Hi, good. How can I explain marriage to you? Okay. Now you have a PC, there are lots of games, now you can play any games, this is single meaning. But, if you are married then, you can play only one game for your whole lifetime, you can't even look at another game poster too. This is marriage. Do you understand? If you stay here, I will kill you. Go. Hey? Let's meet tomorrow, bye. Okay, see you tomorrow, bye. Hä? Hat der irgendwie Lack gesoffen? Was war das? Ja, ich hab so viele Fragen. Also, Digga, also hier geht's ja richtig heiß her. Wir haben nicht nur eine geile Storyline, wir haben auch eine Liebesgeschichte, die parallel läuft. Weißt du, neben den ganzen actionreichen Missionen, die wir hier spielen müssen, hat der Hauptcharakter sogar noch einen mentalen Struggle mit seiner Frau. Also das geht hier tief in die Grundlebenseinstellungs... irgendwas der Welt. Das ist der Hammer. Also GTA 6, meine Damen und Herren, wenn das erstmal nicht nur 95% fertig ist, sondern 100%, dann haben wir einen ganz großen... wir haben hier was ganz Großes vor uns. Save the... Schon wieder? Shit. Ich spüre das Adrenalin in meinen Knochen. GTA 6. Oh mein Gott, da hinten sind sie alle. Nein! Scheiße, ich bin gestorben. Hä, die Mucke hat nicht aufgehört. Hä? Okay, hä? Die Mucke hat nicht aufgehört. Hä? Ich bin stuck in einem unendlichen Loop. Die Musik läuft immer noch. Wie ich tanze. Und die Musik hört einfach nicht auf, Mann. Ich bin doch schon lange nicht mehr da. Ah! Ich kann das alles nicht mehr, diese Musik, Alter. Ich... 2 hours later. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Irgendwo ist doch dieses dumme Mädchen. Hä? Wo muss ich hin? Bitte, einen Moment Ruhe, bitte gönn. Einen Moment Ruhe. Bitte! So, wo ist das scheiß Mädchen? Digga, hä? Oh! Da ist sie! In der scheiß Ecke! Die blöde Kuh! Oh, die Musik ist rum. God fucking bless. Thank you, sir. Gerne. Gerne. Digga, du haust immer ab. Die ganze Zeit. Und lässt dich immer kidnappen. Ich kacke. Ich kacke in dein Arschloch. Gott, die Musik ist vorbei. Also ich muss sagen, GTA 6 überrascht mich immer mehr. Hier gibt es einige Missionen, mit denen ich gar nicht rechne. Ich bin wirklich froh, dass die Musik aus... Also, ne? So ist es ja auch im echten... Go and save the girl. Ihr wollt mich verarschen, oder? Nochmal? Ist das deren scheiß Ernst? Ja, wenn ihr mehr GTA 6 sehen wollt... Guck mal, die Disc raus. So. Wenn das jemand von euch haben will, das Spiel, ich hab's ja jetzt gespielt, ne? Dann kann ich euch das gerne schicken. Hier, Disc ist wieder drin. Es hat sehr viel Spaß gemacht, meine Damen und Herren. Wir sehen uns im nächsten Video. Und, ja. Also man hat selten solche guten Spiele. Ich sag's nur. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ich hab euch lieb. Lasst eine Bewertung da. Und ich denke mal, ich werde das jetzt noch im Privaten ein bisschen weiterspielen. Tschüss, bis dann. Uff.